Aber ich finde ja Metakognition sowieso. Man kann nie metakognitiv genug denken. So. Ups. Das sieht doch gut aus. Ah, hier ist noch. Ja, ich baue jetzt einfach über den Cobblestone drüber und über den Cleanstone. Ist mir jetzt scheißegal, dass der da unten liegt. Ich habe jetzt keinen Bock, da alles wieder auseinanderzunehmen. Es ist nur Cobblestone. Davon kriegt man noch einiges. Man muss nur irgendwann mal einen Tunnel graben, dann wird man wieder zugeschmissen mit den Stacks. Nein. So nicht. Oh, ist ja alles fertig hier. Alles klar. Wie viel Erde habe ich noch dabei? Reichlich. Perfekt. Oh nein. Oh nein, das ist ungut. Einen großen Fehler gemacht. Ich habe hier überall Junglewood verbaut. Das geht natürlich nicht. Wie ist das denn passiert? Ist mal wieder nicht aufgepasst, wa? Ist das sonst noch irgendwo? Ich hoffe mal nicht. Junglewood, 11 Stück. Da fehlt einer. Fehlt exakt einer. Ach, so ein Ärger. Nee, finde ich so nicht. Gut, ist doch egal. Ich brauche sowieso keine drei, keine vier Baumstämme voll mit. Keine vier Baumstämme voll mit Kakao. Ich habe bis jetzt noch nicht ein einziges Mal Kakao verwendet. Und die Kekse, die man damit machen kann, ganz ehrlich. Ah, da ist er ja. Oder? Junglewood? Habe ich jetzt schon wieder Junglewood irgendwo verbaut? Jetzt habe ich plötzlich nur noch 10. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Na gut, ich hole mir jetzt erstmal kurz noch ein bisschen Stein. Und bringe mal das scheiß Junglewood hier weg. Na gut, ich habe ja noch ein bisschen Junglewood. Davon brauche ich aber keins mehr. Doch, normales Holz brauche ich noch. Oakwood. Wie viel Oakwood habe ich noch? 364er Stacks. Es geht bald wieder zur Neige. Ja, zack. Ah ne, Quatsch, stehen ja ausgerechnet nicht. Aber egal. Was habe ich noch an Essen? Das ist gut. Nein. So. Habe ich noch eine Hoe hier? Ja, aber. Nur aus. Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Da muss mal schon was Vernünftiges her. Also holen wir uns da mal so eine Iron Hoe. Wir können das Eisen eigentlich hier lassen. Ach nee, ich glaube, das geht ganz gut bisher. Habe ich zwar noch keine Treppen gebaut, aber egal. So, machen wir es mal voll. Und da ist auch schon wieder der Tag vorbei. Das geht fix, ey. Das geht immer fix. Dann gehen wir mal kurz schlafen. So geht's ja nicht. Schön Ratzepu. Nochmal kurz in die Wanne, ne? Von der schweren Arbeit. Schön nochmal abspülen, den grobsten Schmutz abklopfen und dann schön nass ins Bett. So. Fein. Und da sind wir auch schon wieder auf den Beinen. Das Leben möchte ich ja eigentlich nicht führen, ne? Wobei ich das eigentlich auch relativ cool finde, muss ich sagen. Wenn ich mal so richtig Projekte habe, zum Beispiel als ich mal bei mir die ganze Butze umgeräumt habe und umgebaut habe, da habe ich auch wirklich Zimmer miteinander vertauscht und so. Da bin ich auch. Da konnte ich es kaum abwarten, morgens weiterzumachen. Also eigentlich mag ich diese Projekte auch ganz gerne. Aber jetzt ist es also wirklich nur noch aufstehen, um zu arbeiten. Also da beneide ich ihn ja nicht drum. Den Kollegen.
den Herrn mein Craft. Dann ist die Seite hier auch schon fertig. Dann können wir da schon mal Wasser reinmachen. Schön. Und da, und da, und da, ups, und da. Und da. Hier, fehlt hier noch irgendwo was? Nee. Und so, und so, und so, ups. Ach ja, ich freue mich schon auf meine neue Farm. Ich werde sie bestimmt genauso selten ernten wie die Farm vorher auch. Aber sie sieht wenigstens nicht mehr so schäbig aus. So, wie weit sind wir hier? Ah, genau, hier fehlt noch der Weg. Habe ich dafür jetzt zwei 64er Stacks mitgenommen? Ich bin ja ein... schon ein bisschen was, ne? Ich bin ja eine Niete. Na gut. Jetzt machen wir das hier voll. Nummer 3 von 4. Und vor allem haben wir dann auch ein bisschen mehr Platz zum Anbauen. Also sind dann nicht mehr nur die... irgendwie, keine Ahnung was, 14, 28 Karottenfelder, die wir dann haben, sondern haben wir wirklich mal 64 Stück. Das finde ich ganz passabel. Dann lohnt sich so eine Ernteaktion wenigstens mal so richtig. Sehr schön, das ist auch gleich durch. Und was wir auf jeden Fall noch machen, ist in die Mitte so ein schönes Sonnendächlein zu bauen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann kann man da schön stehen und auf die Farm gucken. So, das ist Nummer 3. Eimer, genau. Oh, das Thema erinnert mich gerade, ich weiß gar nicht genau warum, aber es erinnert mich gerade so ein bisschen an Robert Miles, Children. Kennt ihr das Thema noch? Das kam raus 1996, glaube ich. Es war auf der Bravo Hits 13, ja. Eine der wenigen Bravo Hits CDs, die ich tatsächlich hatte. Und ich will es mal so als einen der Anfänge des kommerziellen Trance bezeichnen. Ja, kann glaube ich so sagen, oder? Ich glaube, Robert Miles, Children, das passt ungefähr in den Trance-Bereich. Nicht unbedingt Hard Trance. Ach, ich habe überhaupt keine Ahnung von Trance. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dem Zeug. Aber für mich ist das so. Also mein Stiefbruder beispielsweise hat viel Trance gehört und viel Trance gemacht. Und für mich hört sich das so an, als wenn man das irgendwo da einsortieren kann. Also deswegen sage ich das einfach mal so. So, was brauche ich jetzt alles? Ich wollte zwei Sachen machen. Das eine sind Treppenstufen. Achso, nee, brauche ich ja eigentlich nur die vier erstmal. Und dann brauchte ich einiges an Zaun. Machen wir es mal so. Und ja, komm, machen wir noch einen. Haben wir genau einen Stick übrig. Ist ja herrlich. Und dann haben wir den Zaun. Achso, nee, aber Dreck wollte ich mitnehmen. Genau. Dreck. Naja, auf jeden Fall war das für mich so der Beginn, an dem irgendwie der Trance so in mein Leben mit eingezogen ist. Oder sagen wir mal, von mir wahrgenommen wurde. Es ist ja so, alles Elektronische lehne ich ja relativ kategorisch ab, bis auf wenige Ausnahmen, an denen mir sowas dann auch mal zu gefallen neigt. Also mein Stiefbruder hat ja dann jahrelang daran gearbeitet, dass ich, naja, mich daran gewöhne. Also nicht dadurch, dass er, weil er besonders großes Interesse daran gehabt hätte. Nee, das machen wir anders. Sondern einfach daran, weil er im Zimmer neben mir gewohnt hat und mich permanent auch sonntags, in der Nacht von Samstag auf Sonntags noch irgendwie mit dieser Musik voll gedröhnt hat. Während normale Menschen, so wie ich, so kleine, arme Jugendliche, die vom Bravo-Lesen erschöpft sind und vom
unanieren, auch mal schlafen wollten. Ne? Und das hat ihn ja nicht interessiert. Achso, erstmal machen wir jetzt hier dicht. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ach komm, wir versuchen das jetzt mal. Ich habe so ein Talent dafür, die dann zu stacken. Aber ich glaube, wenn man das den Winkel ausreichend niedrig hält. Ups, so. Dann müsste das eigentlich gehen. So. Mich würde mal interessieren, was ihr so an Musik hört. Wenn ihr zuguckt und sagt, ich bin ja jetzt eher der Rocken, der Rockmensch, ich mache ja auch selber viel Rockmusik. Aber mich würde mal interessieren, was ihr so hört. Und was ihr so geil findet. Hört ihr auch so einen elektronischen Kram? Und geht ihr dazu in eine Disse, ne? Sagt man heute wahrscheinlich gar nicht mehr das Wort, aber ich bin ja nicht aufgeklärt, ich bin ja nicht jung. Oder seid ihr so wie ich, dass ihr eher so in der Rock-Szene euch wohlfühlt und auf irgendwie mal auf ein Festival fahrt? Oder seid ihr vielleicht eher so die Blues-Jazzer? Oder gibt ja auch die Möglichkeit, dass ihr mal so irgendwie so ein Schlager-Menschen unter uns haben, der irgendwie auf den, wie heißt denn das in Hamburg noch, wo die ganze... In Hamburg ist doch irgendwann auch so ein Schlagerfest, oder? Irgend so ein Schlagerzug. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich war da nicht einmal. Dann müssen wir nochmal nachgucken, ob ich jetzt... So groß ist das Interesse jetzt auch wieder nicht daran. So. Es ist immer so schwierig zu sehen, ob das jetzt wirklich, ob das jetzt stillstehendes Wasser ist, denn es ist ja kein stillstehendes Wasser. De facto ist es ja Wellenwasser. So, dann ziehen wir jetzt einmal den Zaun drumherum. Ich habe massiv zu wenig Zaun. Mal wieder. Kommt mir irgendwie bekannt vor, das Thema zu wenig Zaun haben. Vor allem, weil wir ganz rum müssen. Und nicht nur das. Na. Ich mach's mal so, ich will da nicht hinten runterfallen und dann ganz rumlatschen müssen. So, schon nur noch 15 Stück. Das ist nix, ist das. Da haben wir die Seiten noch gar nicht, die Innenwände da, die ich auch bezaunen will, noch gar nicht drin. Achso, was wir auf jeden Fall machen ist, wir machen das nicht, wir das wirklich allein gestellt haben. Ich will das wirklich allein gestellt wissen. Deswegen tauschen wir das hier auf jeden Fall nochmal aus. Damit jemand, sollte sich mal jemand auf dieser Seite der Farm aufhalten, damit er genau weiß, was Sache ist. Und das hier so als schönen Graben, damit der schwarze Ritter da nicht drüber kommt. Und auch nicht der schwarz-weiße Ritter mit dem schwarz-weißen Pferd. Apropos, kennt ihr eigentlich den Witz von dem schwarz-weißen Ritter mit dem schwarz-weißen Pferd? Hoffentlich nicht. Sonst täte es mir Zeit, täte es mir total leid um die 10 Minuten, die es wahrscheinlich gedauert hat, bis ihr den Witz erzählt habt, bekommen habt. Und oder vielleicht 5 Minuten, bis ihr erkannt habt, dass dieser Witz kein Ende hat. Wir haben unser Gitarrist ist auch mal. Der hatte auch mal so einen Tick. Also einmal hat er gerne mal diesen Witz erzählt, um zu gucken, wie weit er es treiben kann. Aber manchmal hat er auch so ein das einfach nicht in Form eines Witzes getan, sondern in Form einer Story, die einfach niemals aufhörte. Und du hattest irgendwann, das geht halt so weit. Wenn man das geschickt anstellt, dass derjenige, den du das erzählst, vergisst, warum du überhaupt angefangen hast und zu welchem Thema du angefangen hast. Normalerweise ist es ja so, du erzählst irgendwie eine Geschichte, die in irgendeiner Form zum Thema passt. Wenn jetzt aber die Zeit, die zwischen Anfang der Geschichte und irgendwie der normalen Unterhaltung immer länger wird, vergisst man irgendwann, unter welchem Kontext er die Geschichte angefangen hat. Und dann wird dieser Punkt, also irgendwann merkst du dann gar nicht mehr, dass diese Geschichte nicht mehr aufhört. Das heißt, du merkst es irgendwann wieder nach einer, ja, keine Ahnung, nach wie langer Zeit. Was wollte ich hier? Mehr Zaun. Hier ist noch mehr Zaun. Das ist gut.
Hier ist noch ein Gatter. Aber Gatter können wir uns ja noch bauen. So ist das ja nicht. So arm sind wir ja nicht. So, machen wir uns da nochmal ein bisschen was von. Und dann, keine Ahnung, wie viel kriegen wir da jetzt raus? Ich habe mir immer, müssen wir mal merken, wie viel wir da rauskriegen. Okay. Ja, okay. 4. So. Nee. Bringt nichts. Achso. Na, einen hätten wir noch gehabt. Hätte also doch was gebracht, aber egal. Jetzt haben wir vielleicht erstmal genug. Schauen wir mal, ob das für die äußere Hülle reicht. Oh doch, doch, doch. Das sieht ganz gut aus. Gleich spawnen hier auch schon wieder die Wunderwesen. Ach, shit. So. Und damit sind wir jetzt auch gleich erstmal wieder sicher vor den Biestern. Solange sie nicht direkt auf der Farm spawnen, was schon vermutlich der Fall sein wird. Insofern bin ich fast wieder mal ein Fan von der Idee. Ach so, da fällt mir was ein. Oh Gott. Alter Schwede. Mach doch sowas nicht. Oh, was bist du für ein schlechter Mensch? Zack, kriegt dann Pfeil auf die Fresse da. Mein lieber Scholli. Ach, wir machen das eben. Wir gehen ins Bett. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Zack. Dass man sich bei Minecraft... Ich meine, das ist überhaupt... So ein Skelett ist wirklich überhaupt nicht scary. Aber man kann sich schon auch ein bisschen verjagen. Puh. So. Blub, blub. Aber ich sehe schon, es nimmt ja schon Form an da unten. Es nimmt ja schon Form an. Ja, aber wir haben lange nicht genug Zaun. Und war es das auch mit Zaun jetzt schon wieder? Gibt's ja nicht. Da brauchen wir ja noch mehr. Ein bisschen Kartoffel können wir uns mal in den Magen schlagen. Das leere Bäuchlein. 2, 3, 4. So. Na. Und so. Tja, ich brauche noch viel mehr Zaun. Was mache ich denn da? Da hinten brauchen wir auch noch mehr. Es soll ja noch ein zweiter Aufgang kommen eigentlich. Wobei wir eigentlich... Moment. Das muss ich gerade mal kurz absichern hier. Einfach nur... Ach nee, das reicht wohl nicht, oder? Das reicht wohl nicht. Einzäunung, muss ich mir sowieso immer noch was einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob das der einzige kluge Weg ist, sich vor den Monstern zu schützen, wenn man sich denn vor ihnen schützt. Aber ich glaube fast, ich weiß, wie ich das mache. Das wird eigentlich, das wird cool. Das da vorne lasse ich noch so, genau. Da kann der Zaun ja einfach daran enden. Das ist gut. Doch, das ist gut. Ich bin überzeugt davon, dass es gut ist. Und er sah, dass es gut war. So, Nummer 1 ist fertig.